Ein paar Unterschriften, ein gemeinsamer Handschlag und ein zufriedenes Lächeln. So zelebriert Russlands Präsident Wladimir Putin die international nicht anerkannte Annexion von 4 Gebieten der Ukraine nach den Scheinreferenden Ende September. Und schaltet dann rhetorisch wieder auf Angriff. Wir werden unser Gebiet mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, verteidigen. Und wir werden alles tun, um die Sicherheit unserer Bürger zu verteidigen. Das ist die große Freiheitsmission unseres Volkes. Doch wie ernst meint Putin seine Drohungen? T-Online hat mit dem Experten für Körpersprache Tilman Billing gesprochen. Also insgesamt ist wichtig zu wissen, dass er kein charismatischer Typ ist. Also er ist nicht sehr extrovertiert. Er zeigt auch wenig von sich in der Körpersprache, auch in der Mimik. Er ist sehr starr, er versucht alles zu kontrollieren. Er ist KGB-Mann. Das hat er gelernt von der Pike aus. Also seine klare Strategie ist einerseits maximal zu drohen und ein Gefühl der Angst auszulösen, gerade im Westen, aber auf der anderen Seite auch den Westen im Unklaren zu lassen. Denn eine Drohung mit Atomwaffen macht vielen Menschen in Europa Angst. Das weiß Putin und setzt daher ganz bewusst auf diese Art der Rhetorik. Er beschwört seinerseits angebliche Pläne für einen Atomwaffenangriff des Westens auf Russland herauf und wird deutlich. Ich möchte alle, die über so etwas sprechen, daran erinnern, dass auch unser Land eine Vielzahl von Waffen mit großer Zerstörungskraft besitzt, in einigen Bereichen sogar modernere als die der NATO-Länder. Und wenn unsere territoriale Unversehrtheit bedroht ist, werden wir ohne jeden Zweifel alle Mittel einsetzen, die uns zur Verfügung stehen, um Russland und unser Volk zu beschützen. Das ist kein Bluff. Also sehr interessant ist, dass seine Körpersprache eine ganz klare Intention zeigt. Und zwar, er soll bedrohlich und einschüchternd wirken auf die Weltöffentlichkeit, vor allem auf den Westen. Das ist ganz klar sichtbar, das ist seine Intention. Das heißt, er hat einen sehr harten Gesichtsausdruck und er hat einen sehr eindringlichen Blick in die Kamera. Das heißt, 30 Sekunden lang schaut er unentwegt in die Kamera. Und jetzt ist es wichtig zu wissen, kein Mensch auf dieser Welt kann 30 Sekunden lang einen bestimmten Punkt anschauen, wie zum Beispiel die Kamera schauen, und nachdenken. Und wenn wir das tun, ist das ein klares Indiz dafür, dass er entweder abliest, das wäre die eine Möglichkeit, oder aber, dass er Dinge sehr genau trainiert hat. Deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass er diesen Auftritt ganz genau bis ins Letzte trainiert hat, jede Betonung auch geübt hat, so dass entsprechend die Wirkung auch maximal ist. Und was auch sehr interessant ist, er benutzt das wichtigste rhetorische Mittel, was es überhaupt gibt, und zwar sehr wirkungsvoll und sehr gezielt. Und das ist die Pause. Und zwar setzt er das an einer inhaltlich extrem wichtigen Stelle ein. Also er sagt erst diesen Satz: Wir werden ohne Zweifel alle Mittel einsetzen, um Russland und sein Volk zu beschützen. Und dann macht er eine Pause. Und erst nach der Pause sagt er: Das ist kein Bluff. Das heißt, da ist er rhetorisch beraten worden und es ist ganz gezielt trainiert worden, damit diese Wirkung auch in der Weltöffentlichkeit entsprechend entfaltet werden kann. Eine Sache weiß Putin offensichtlich nicht und seine Berater auch nicht, und zwar, das ist die problematische Wirkung von Negation. Weil, was wichtig zu wissen ist, über 50% der Menschen hören das Wort nicht. Das heißt, das Gegenteil kommt im Gehirn tatsächlich an. Und selbst die, die das Wort nicht oder kein hören, da kommt trotzdem, das ist kein Bluff, 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 Bluff. Also dieses Wort Bluff wird in der Wirkung verstärkt und das ist für seine Verhältnisse jetzt eher negativ, weil er will ja sagen, das ist kein Bluff und er will ja nicht, dass sich das verankert in den westlichen Gehirn, das ist ein Bluff. Bluff oder kein Bluff, es ist die Ungewissheit, wozu Wladimir Putin in der Lage ist, die Angst macht. Denn hinter der starren Fassade spielen sich durchaus Emotionen ab. Wir sehen seine gekräuselte Stirn. Wenn man wütend ist, dann kräuselt man auch die Stirn. Jetzt gibt es diese Micro-Expressions, also diese Emotionen, die eigentlich nur wenige Sekunden sichtbar sind und die man eigentlich gar nicht zeigen will. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass er einerseits große Entschlossenheit zeigen will,
dass aber auch persönliche Gefühle ganz kurz bei ihm aufblitzen, was er wahrscheinlich so nicht gewollt hat, und zwar die Wut und die Frustration. Warum es so ist, ist jetzt wieder Spekulation. Also sehr wahrscheinlich wäre natürlich, er wollte Kiew in wenigen Tagen einnehmen, es ist ihm nicht gelungen. Er wollte die Ukraine nach wenigen Wochen komplett unterwerfen, es ist ihm nicht gelungen. Er muss jetzt sogar eroberte Gebiete wieder preisgeben. Er wird zurückgedrängt, das ist eine Schmach, das ist eine Demütigung. Und da ist nicht unwahrscheinlich, dass dieser Frust, diese Frustration, diese Wut, diese Aggression auch dadurch sichtbar werden und sich eben so leicht reinmischen und kurz aufblitzen in diese Entschlossenheit und diese Bedrohung, in die er ausstrahlen will. Allerdings ist es für uns leider auch nicht wirklich beruhigend, weil wenn so jemand wie Putin auch noch persönlich frustriert und aggressiv wütend ist, ist es leider nicht wirklich so, dass man da noch ruhiger schlafen könnte.